wir verlassen Wick, weil der Wind in den nächsten Tagen so ist, dass wir dann hätten hier bleiben müssen ein paar Tage. Und da will ich jetzt doch irgendwie nach, weiß ich, Peterhead oder so, irgendein Ort, wo ich da mal ein paar Tage ein bisschen was machen kann, ein bisschen Fahrrad fahren. Und der Ort ist doch sehr bescheiden da. Also insofern habe ich jetzt entschieden, dass wir heute den Wind, es ist Südwest, ist nicht ganz optimal, wird auch ein bisschen nachlassen später. Und ja, es kann gut sein, dass wir erst spät nachts oder so ankommen, aber dieses Peterhead ist wohl ein sehr sicherer Hafen, habe ich mir angeguckt. Und dann mache ich da mal ein paar Tage Pause. Aber das sieht auch so aus, als hätte ich da vielleicht mal besseres Internet und kann da ein bisschen was machen. Hier ist es, hier kann man nicht so viel tun. Ja, wird jetzt ein langer Segeltag, aber ich bin guter Dinge. Wird gleich die Windfahne steuert schon. Ich muss jetzt noch um so einen Windpark rum. Da vorne ist ein Windpark an Steuerbord voraus. Und wenn wir den passiert haben, können wir ein bisschen anlufen noch und dann müssen wir maximal Höhe laufen. Und dann müssen wir einfach gucken. Wir müssen einfach gucken. Aber ich habe ja keinen Zeitdruck und es kommt jetzt kein Sturm auf. Es wird 15 Knoten, 18 Knoten. Also eigentlich optimaler Wind, nur hinterher vielleicht mal ein bisschen Flaute. Meine Selbstporträtkonstruktion. Es war so ein schöner Segeltag und jetzt ist der Wind eingeschlafen. Der Wetterbericht hat recht gehabt, genau an der Stelle, wo, ich wusste jetzt nur nicht mehr genau so die Uhrzeit. Scheiße. Gerade ist er eingeschlafen, aber da vorne sieht es so aus, als wäre da noch ein bisschen Wind. Langsam dunkel oder zumindest geht die Sonne unter. Wie dunkel es wird hier, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen weiter südlich, aber keine Ahnung, ganz dunkel wird es wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich habe jetzt entschieden, also auf jeden Fall weiter nach Peterhead da zu gehen. Und ja, es ist mühselig, aber es ist zumindest irgendwie ein angenehmer, ein schöner Abend so. Und ein bisschen Wind, es ist ja jetzt kein Gegenangehacke oder so. Es ist ja nicht, dass das Boot hier mega schaukelt oder so. Insofern ist es nur ein langer Tag und ich bin langsam ein bisschen schlapp und müde. Ja, der Segler, der uns irgendwann mit Motor überholt hat, habe ich gerade auf dem AIS gesehen. Also der ist schon lange im Hafen, ich sehe auch, wo der liegt. Aber das ist nicht mein Anspruch ans Segeln, deswegen segel ich ja nicht, damit ich den Motor anschmeiße und dann den schnellsten Weg in den Hafen wähle. Ich hatte heute echt einen mühseligen Tag, weil ich musste hier aufkreuzen, hat die Strömung mich versetzt, das sah aus, dass ich noch nicht, konnte noch nicht mal meine 90 Grad Wendewinkel gehen. Und, aber das gehört auch mal dazu, aber zumindest war es seglerisch heute, also ich meine, es war ja ein schöner Tag und es ist eine herrliche Abendstimmung jetzt.
gab mal einen Radtrainer, Dieter Kossler, der war in Köln ganz bekannt. Der hatte mal gesagt, Radfahren kütt von Radfahren. Und Segeln kommt von Segeln, nicht von Motor einschmeißen. Also, mein Anspruch heute, bis vor die Hafenmauer segeln. Und wenn ich erst morgen früh da bin. Ja. Ich bin abends in Peterhattan angekommen und am nächsten Tag bin ich dann in den Ort gefahren mit meinem Fahrrad und habe mir ein Cooked Breakfast gegönnt in einem kleinen Café. Und als ich da saß, habe ich gemerkt, dass draußen sich Menschen ansammelten. Und als ich dann bezahlt habe und rausgegangen bin, war die ganze Straße voller Menschen. Und dann hörte ich diesen Dudelsack spielen. Und da war eine total irrsinnige Atmosphäre. Es war total, ja, total intensiv. Und dann habe ich jemanden gefragt, was denn passiert ist. Und dann habe ich erfahren, dass eine junge Frau aus dem Ort, Wendy Haggath hieß die, die hatte ein Café, beziehungsweise am Ende mehrere Cafés, und die Frau muss so eine Inspiration und eine besondere Person in dem Ort gewesen sein, dass der ganze Ort auf dieser Straße stand. Und dann ist der Leichenwagen mit ihrem Mann und den 4 Töchtern, die da hinterher marschiert sind, durch den Ort gefahren. Da haben sie vor dem Café gehalten und haben der Wendy einen würdigen Abschied bereitet. Und das war echt so, also dass ich selbst, selbst wenn ich jetzt hier diese Worte sage, muss ich fast heulen, weil da war so eine intensive Stimmung. Und diese Frau muss so eine Inspiration gewesen sein für andere Menschen. Die muss so ein wundervoller Mensch gewesen sein. Voller Energie, voller Lebensfreude. Und die ist wohl, ja, die ist wohl im Schlaf verstorben mit 41 Jahren. Und ja, ich bin da mal wieder in diese Geschichte zufällig reingekommen. Ja, da ich immer den Mund voll habe, wenn ich Videos mache, wollte ich mal ein bisschen was zum Thema Ernährung sagen. Ich habe jetzt in Norwegen, war ich nicht einmal irgendwie auswärts essen, weil es einfach zu teuer ist. Und habe also viel an Bord selber gekocht. Und man muss einfach gucken, dass man da so ein bisschen, dass man nicht so total in so eine Junkfalle da geht. Und deswegen habe ich heute mal mir einen Salat, es gibt hier einen Aldi, und habe ich mir heute mal einen Salat geholt mit Mozzarella, rote Beete, Tomate, Zwiebeln. Mache ich mir noch ein schönes Dressing. Und dann habe ich mir noch so vegetarische, ich versuche immer wenig Fleisch zu essen, so vegetarische Dinger, die brate ich mir noch, dann mache ich mir da drauf. Ja, in Norwegen war es zu teuer, essen zu gehen, und hier in England, ganz ehrlich, verpasst man wirklich nichts. Ich bin einmal in Wick, bin ich mal durch einen Ort gegangen, da war so ein Ding, da hätte man irgendwas bestellen können. Also ich meine, ab und zu mal so ein schmutziges englisches Frühstück, einmal die Woche, aber ansonsten braucht man hier nicht essen gehen. Also Fish and Chips, wenn das gut gemacht ist, ist es schon geil, aber habe ich hier jetzt noch nicht gefunden. Habe ich auch oft genug gehabt, also heute Salat und dann früh ins Bett. Und dann mal Wetter schauen, wie es weitergeht. Ja, ich habe jetzt entschieden, dass ich doch heute schon ein Stück weitergehe nach Stonehaven. Das ist kein optimaler Hafen, aber da kann man zumindest für die Nacht liegen. Weil dann will ich weiter nach Holy Isle, das muss sehr schön sein. Und der Wind ist schon eine ordentliche 6. Aber von Landabdeckung, ich hoffe nur, dass ich da einen Anlieger fahren kann, dass ich da nicht noch... aber es müsste eigentlich gehen. Wenn nicht, weiß ich noch nicht, was ich mache. Aber es müsste gehen. Aber es wird ein bisschen blasen, deshalb ziehe ich mir jetzt schon mal vorsorglich was Warmes an. Bin ja immer noch ein bisschen erkältet. Aber die Sonne scheint und es geht jetzt los. Super. More occasionally rougher time west and north, but otherwise quite. Occasionally rain mainly in the northwest.
also sowas wie heute habe ich wirklich noch nie erlebt. Also so ein böiger Wind. Ich bin ja aus Peterhead raus, da hat mich erstmal draußen der Wind so, da habe ich die Vorsegel ausgerollt, da hat es mich erstmal komplett auf die Seite gehauen. Da war so ein Wind. Ja, die haben einen Pilot geschickt, der mir jetzt meinen Liegeplatz zeigt. Ja, ich bin in Aberdeen im Hafen, wo man normalerweise als Segler gar nicht reinkommt. Aber ich hatte solche Böen da draußen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, komm, ey, ich funk hier mal an und frage, ob ich hier rein kann. Und dann gehe ich morgen weiter. Jetzt erstmal die Kamera sauber machen. Ne?